Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Ja, im letzten Part, da haben wir zwar einen Stern bekommen und wir machen gleich weiter, aber erstmal. Hi Mario, ich erzähle dir einige Geheimnisse des Schlosses. Es heißt also, dass der Spiegel des Spiegelsaals magische Fähigkeiten besitzt. Er soll Dinge zeigen, die du mit bloßem Auge nicht erkennen kannst. Aber das ist bestimmt Unfug und lediglich dummer Aberglaube. Bei der versunkenen Stadt ist das schon etwas anderes. Du kannst den Pegel des Wassers durch die Sprünge ins Gemälde beeinflussen. Am besten schaust du dir die Wirkung direkt im Gemälde an. Ja. Also wir wollen weiter. Wir haben im letzten Part den Fliegenpilz-Fiasko die 100 Sterne, 100 Münzen mit dem Stern, 100 Münzstern so gesammelt. Ja. Und wir wollen jetzt zu Golewa Gumpa und da mit der Suche fort, ja, mit der Suche weitermachen. Ich denke, es ist besser, wenn wir klein sind. Dann kommen wir zu mehreren Stellen. Hui! Boah, jetzt kommen wir wieder nicht rein. So, aber jetzt. Hallo! Pflück die Schnapp-Piranha, begib dich zur Spitze der Insel. Mach mal das. Löse die, finde die 8 roten Münzen. Komm her! Hui, kaputt. Und du auch. Hooray, kaputt, alle kaputt. Sehr schön. So. Da oben war doch, glaube ich, bei dem Koopa gleich, wenn man den kaputt macht. 5 Münzen oder so. Geh weg, du blödes Ding. So. Da war der Fischi. Hui. Und die Münzen um uns auch. Sind nur 2 Stück. Um uns trotzdem. Wahrscheinlich gehen wir daran kaputt. Ah, das verfehlen wir immer. Ah, vielleicht besser so. Ich will es aber trotzdem ausprobieren, was da passiert. Ah, verdammt. Ich erwische es einfach nicht. Es bewegt sich. Nein, nicht erwischt. Oh, okay, wir gehen kaputt. Egal. Das sind ja schon wieder Münzen hier. Und ein Pilzli, der bei uns davonlaufen will. Aber er hat keine Chance. Wo kommen schon wieder die 21 Leben her? Wir hatten doch vor 2 Parts gerade mal, glaub, 6 Leben oder so. Haben wir schon wieder 15 Pilze eingesammelt? Wow, nicht schlecht. Schnell, bevor wir Fischfutter werden. Schwimmen wir schnell hier rüber und blicken uns gleich mal um. Fischi ist nicht mehr da. Okay. War hier oben nicht eine Münze? Nein. Oh, das habe ich ganz vergessen. Yay, kaputt. Hallo. Du gehst jetzt auch kaputt. Haha, sag ich's nicht. Dann sollten wir uns mit der Kanone vielleicht da hochschießen lassen. Bevor wir woanders hinlaufen. Einfach weil da auch ein paar Leutchen sind. So, ups. Kaputt gemacht. Das war lustig. Das sind halt auch Gumpas. Ups. Ich hätte ja vielleicht die Stampfattacke machen sollen. Egal. Hui. Und here we go. Ups. Das war ein etwas kurzer Flug. Noch ein Pilz. Yay. Erwischt. Nicht erwischt. Hä? Wo ist der denn hin? Ich habe ihn doch erwischt. Okay, keine Ahnung, wo der hin ist. Er ist weg. Yay. Willkommen. Haha. Wir sollten es später da. Groß werden. So. Wir sollten jetzt erstmal hier alles einsammeln. Uah, fuck. Oh, verdammt. Ah, das war knapp. Schnell! OMG. Ah, verdammt. So, wo sind wir denn hier jetzt?
Da oben. Ich habe übrigens was von einer Münze gelesen, die hier in diesem Berg sein soll. Da können wir gleich mal schauen. Da war das Fischli da. Hier irgendwo soll sie sein. Man soll die hier irgendwie sehen, wenn man mit der Kamera hier irgendwo steht. Da passiert übrigens nichts, okay. Cool. Super. Hallo! Ah, was machst du hier? Ich sammle deine Münze ein, also ist egal, was du machst. Hui! Buggy Zaun. So, hier ist nichts mehr. Gut. Dann können wir da drüben weitermachen. Wo war denn die Stelle? Muss man da groß oder klein sein? Oh, Fischi, hör auf, die ganze Zeit hierher zu kommen. Es nervt. Okay, ich glaube, man muss groß sein, aber ich will erstmal klein da hoch. Da ist nämlich das hier. Das schnappen wir uns jetzt. Und machen es kaputt, weil das nämlich ganz viele Münzen bringt. Haha. 5 Stück. Das sind viel. Das sind auch noch ganz viele. Hallo? Da war noch irgendwo ein Hupfding. Das war, glaube ich, ein Stern. Aber den wollen wir jetzt nicht. Hui, Wasser. Hui, da ist der. Hui, da ist dieser Goomba. Den wollen wir natürlich. Hallo, komm mal her. So, deine Münze habe ich jetzt. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Hallo, du da unten, du Lakitu-Verschnitt. Haha. So, 50 Münzen haben wir immerhin schon. Hm, wir gehen einfach mal rein. Ah, okay, wir kommen auch jederzeit wieder raus, glaube ich. Und da oben ist dieses Raupenviech. Das war knapp. 4. Da ist die nächste. 5. 6. Dann haben wir, wenn wir damit fertig sind, 66 Münzen oder auch mehr. Da gibt es nämlich noch ein paar. Oh, nein, 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 nein. Du erwischst mich jetzt hier nicht. Komm, dreh dich mal darüber. Da sind sie. Nur 2 Stück ist ja lahm. So. Oh Gott, ich dachte schon, es wäre um mich geschehen. Oder um uns. Hallo! Und da ist der Stern, aber den wollen wir jetzt nicht. Sorry, Sternchen. Immerhin. Moment, wo sind wir hier? Oh, doch, wir kommen da noch raus. Hier rüber. Oh, jetzt! Das war knapp. Oh, mein Herz rutscht dauernd in die Hose, wenn ich beinahe runterfalle. Aber naja, so ist es halt. Oh Gott. Ich habe mich noch gerettet. Oh Gott, ich bin gerade echt beinahe gestorben. Und das wird wirklich. Gott. So, das war jetzt wieder, der da ins Wasser geplätschert ist. Und jetzt können wir hier wieder durch und uns dafür mal die Münzen in der kleinen Welt holen, wenn ich mal wüsste, wo das... Ach, das Kleinmachtding ist ja nicht hier. Ich bin doof. Das ist ja nur quasi der Startort. Geh weg mit deinen Kugeldingern. Ich mach dich gleich kaputt. Oh, hab ich sogar hingekriegt. Nicht schlecht. Bin gut. Fischi? Fischi? Boah, Kamera!
Oh fuck, ich will Fischi sehen. Oder auch nicht. Wir schwimmen jetzt ganz nah am Rand und ganz schnell darüber. Damit Fischi uns nicht bekommt. Sonst sind wir Fischfutter. Und das wäre nicht so cool. Nee, das wollen wir nicht sein. Und way! Huah, here we go! Oder so ähnlich. So, rüber mit uns. Wir rasen auf die andere Seite. Huah! Huah! Hallo? Hoppala, okay. Die Winzlinge sind wieder da. Hui. Und wir verfehlen die total. Komm mal her jetzt, du kleiner Wicht. Hooray! Wo ist die Münze hin? Oh, ich glaube, die Sonne gefallen. Ich sehe nichts. So. Oh, verdammt. Direkt reingesprungen. Das ist gar nicht gut. Ups. Okay, das wollte ich eigentlich nicht machen, aber gut. War ein Kunststück, ne? Hui. Flip. Rein mit uns. Es sollte anscheinend 192 Münzen in diesem Level geben. Also dürften wir doch da eigentlich ganz gut hinkommen. Okay, Moment. Muss mal hier vielleicht näher hin. Hoppala. Ah, da ist er ja. Die Münze meinte ich. Okay, da muss man da zu groß sein. Gut. Kaputt. Und den machen wir auch noch kaputt. Hooray. Boah, der ist groß. Also, so wie wir. Flatsch. Ey, das Feuer bringt im Wasser übrigens nichts. Weißt du das schon? Hui. Oh, verdammt. Das war, Kamikaze-Ding. Oder so ähnlich. Boah. Hooray. So, jetzt müssen wir es nur noch darüber schaffen. Unversehrt. Huh, haben wir. Gut. Hallo, was bist du? Münzen! Oh, wir haben es geschafft. Sehr schön, wir haben es geschafft. Muss man da nur noch hinkommen? Vielleicht mit einem Wandsprung. Hoppala, das ist ziemlich eng hier. Yay, wir haben es hinbekommen. Here we go! Ja, das speichern wir natürlich. So, uah, bevor wir runterfallen, holen wir uns lieber hier den Stern da oben auf dem Berg. Auch wenn wir den schon haben. Hui, und wieder reinfallen lassen. Da wollen wir denn dieses Mal wirklich hin. Da wollen wir diesmal hoch. Hallo! Müssen wir da hoch. Jetzt aber. Gut. Wow, jetzt geht's aber los. Lasst mich hoch. Hooray! Hallo Sternchen. So, den können wir jetzt nehmen, um das Level zu verlassen und dann, ja. Sind wir fertig, ne? Hooray! So, wunderbar. Damit sind wir fertig und da wir jetzt aber nicht mehr die Zeit haben, um einen zweiten zu machen, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, tschüss!